Wie macht man das? Dazu habe ich jetzt die ein oder andere Beispielfoto hier mal drangehangen. Erstens zum Beispiel durch Verkleidung von freiliegendem Holz. Hier sieht man ein Fachwerkhaus, was eigentlich gar kein Fachwerkhaus ist, aber was einen Bereich hat, wo Holz geschützt werden muss. Diese Fachwerkfassade, die man hier sieht, ist tatsächlich nur eine Vorhangfassade. Aber man sieht eigentlich ganz schön, dass hier in dem Bereich, wo das Haus ist, über eine Verbretterung, über eine Bodendeckelschalung dann tatsächlich das Holz vor Niederschlagswasser geschützt wird. Auf der Seite ist das die Südseite, da ist das nicht notwendig. Hier habe ich eigentlich in der Regel kein Niederschlagswasser, deswegen brauche ich da auch nicht unbedingt eine Verkleidung. Klassisches bergisches Haus. Bergisches Haus macht immer aus, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört, der Bergische Dreiklang. Das hat nichts mit Musik zu tun, sondern Bergische Dreiklang bedeutet drei Farben, die das Bergische Haus hat. Das ist das Schwarz des Balkens oder der Schiefers. Hier hinten sieht man auch tatsächlich mal im Hintergrund schwarze Balken. Das Weiß der Fenster, der Untersichten, der Ortgänge und so weiter. Und das Grün der Fensterläden und Verkleidung. Diese drei Farben sind hier im Bergischen ganz typisch und bezeichnen hier die Leute als Bergischen Dreiklang. Sieht unserer Meinung nach zumindest von der Farbauswahl eigentlich auch ganz nett aus. Ja, also hier eine typische Schutz des Holzes, die man auf den Wetterseiten im Bergischen Land sehr häufig sieht. Das ist eine Verschieferung, da auch nur auf der Westseite. Wir sind im Bergischen Land in einem Bereich, der sehr viel Niederschlagswasser hat. Es gibt Leute, die behaupten, wir wären die niederschlagsreichste Region in ganz Deutschland. Ich glaube das nicht ganz. Es gibt vielleicht auch noch den einen oder anderen, der uns das Wasser erreichen kann. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon viel Wasser. Ja, das Gute ist, wir haben fast eine reine Westwetterlage. Das heißt auch, dass die Häuser, wenn sie geschützt werden müssen, meistens nur auf der West- oder Südwestseite geschützt sein müssen und die restlichen Seiten durchaus als Sichtfachwerk funktionieren. Allerdings durch die starken Regenfälle ist es auch so, dass die Westseite wirklich geschützt sein muss. Also eine Westseite im Bergischen Land mit Sichtfachwerk kann man von vornherein eigentlich ausschließen, dass das lange gut geht. Wir haben da so viel Niederschlagswasser drauf, dass das einfach in die Konstruktion eindringt und selbst unter besten Bedingungen nicht 30, 40 Jahre funktioniert, ohne dass Schäden auftauchen. Kurze Zeit, also wirklich so eine Geschichte von 10, 15, 20 Jahren, ja, aber auf lange Dauer funktioniert das nicht. Im oberen Bereich auch wieder eine Verbretterung, die hier bei bäuerlichen Häusern auch ganz normal ist. Zu dem Haus gehe ich später nochmal drauf ein. Als Positivbeispiel in diesem Punkt ist es eine Schindeldeckung, die da drauf gebracht worden ist. Dann findet man aber neben dem Schiefer auch noch solche schönen Zierverkleidungen, die weiß gestrichen sind und ja, so den Stil hier durchaus immer mal wieder darstellen. Neben der Abdeckung, also den direkten Schutz von Sichtfachwerk, gibt es noch die Möglichkeit oder das, was man beachten sollte, nämlich gute Dachüberstände bauen. Und da fange ich mal mit auch wieder einem eigenen Beispiel leider an, mit einem Gebäude, was ganz geringe Dachüberstände nur hat. Hier auch wieder eine Westseite. Da ist es so, dass eine Verkleidung aus heute ganz beliebten Alu-Systemen zusammen mit Lärchen-Rautenprofilen vorgenommen worden ist. Es ist aber zu erwarten, dass hier insbesondere diese Hölzer, die verbaut worden sind, dauerhaft nur durch tatsächlich regelmäßiges Streichen oder chemischen Holzschutz schön bleiben. Dauerhaft wird das nicht funktionieren, dass hier tatsächlich diese Hölzer, die im Wetter stehen, gegen Vergrauung oder auch gegen einen Abbau zu schützen sind, weil die Dachüberstände einfach minimal sind. Es gibt noch im Netz ganz, ganz viele sehr moderne Häuser, die gar keinen Dachüberstand mehr haben mit innenliegenden Regenrinnen. Optisch vom Anspruch her möchte ich das jetzt gar nicht schlecht reden. Es gibt bestimmt das eine oder andere schöne Haus, was tatsächlich ganz über Dach, ohne Dachüberstände auch nett aussieht.
für mich ist es so, dass ich da mit Grausen dran vorbeifahre, weil ich einfach drüber nachdenke, Mensch, wie lange kann das eigentlich gut gehen? Aber das ist ja eine Geschmackssache. Also von daher, das hier nicht optimal. Dagegen hier mal etwas von einem sehr, sehr alten bergischen Haus. Das Gebäude ist aus dem 16. Jahrhundert, zumindest in Teilen. Man sieht das ganz gut hier an den Kopfbandbalken. Das ist dieser Bereich des Hauses, der älteste Teil, und stammt da tatsächlich aus dem frühen 16. Jahrhundert. Dann wurde irgendwann der rechte Teil hier angebaut, immer noch mit Kopfbandbalken, und schlussendlich der linke Teil angebaut. Was aber schön zu sehen ist, es gibt einen relativ großen Dachüberstand, der hier bei dem niedrigen Haus auch sehr gut das Fachwerk lange Zeit erhalten hat. Kopfbandbalken, weiß jeder die Bedeutung von Kopfbandbalken, vielleicht so am Rande. Kopfbandbalken ist das, was man auch vom Galgen her kennt. So ein Galgen hat ja oben ein Querholz, an dem dann tatsächlich der hängen soll. Der hat einen Pfosten, und dieses Querholz würde oben nicht oben bleiben, wenn es nicht diese Kopfbandbalken gäbe. Und warum heißt der Kopfbandbalken? Eben wegen dem Galgen. Da unten hängt ein Kopf an dem Band, und deswegen heißt der Kopfbandbalken Kopfbandbalken, damit der Kopf auch hängen kann. Das nur am Rande, das ist wirklich so. Also es ist kein Quatsch. Ich hätte das selber nicht gedacht, aber mein alter Statiklehrer, Gott hab ihn selig, hat das tatsächlich mal erforscht und dann im Studium zum Besten gegeben.